herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Erstmal herzlich willkommen an alle Zuschauer, die durch die liebe Fies Poetry auf meinen Kanal bzw. auf dieses Video gestoßen sind. Ich darf nämlich Miss Januar sein bei der 12 for Fee Aktion und darüber freue ich mich sehr. Natürlich auch herzlich willkommen an alle meine Stammzuschauer, die jedes Mal einschalten. Auch über euch freue ich mich sehr. Und ich habe mir gedacht, ich mache heute zuerst einmal ein Update meines Bullet Journals, nachdem ja mein letztes Video, da habe ich ja ziemlich über das Bullet Journal geklagt, über Durchscheinen, Durchbluten und auch Dekorationen, die mir gar nicht gefallen haben. Und ich war ja kurz davor, mir ein neues oder beziehungsweise nochmal ein anderes Notizbuch zu holen. Und deswegen dachte ich, ich gebe euch nochmal jetzt so ein kurzes Update, was jetzt Stand der Dinge ist, wie es weitergeht. Und ihr könnt es ja eigentlich schon sehen, ich bin im Leuchtturm geblieben, in dem Port Red Leuchtturm. Und einzig, er hat hier noch eine Aufschrift bekommen, so Goldfoil. Das ist ein so ein Rub-On-Sticker. Den Shop, wo ich den her habe, kann ich euch gerne mal in der Infobox verlinken. Das wird ähnlich wie bei einem Wandtattoo so aufgerubbelt und dann wird die Trägerfolie abgezogen. Also eine ganz leichte Sache. Trotzdem gab es auch hier ein Desaster, weil ich eigentlich zuerst einen anderen Spruch haben wollte und den dann aber spiegelverkehrt irgendwie drauf gemacht habe. Egal. Mir gefällt das jetzt hier sehr, sehr gut, dieses Bullet Journal, diese Aufschrift. Und ja, ich bleibe im Leuchtturm, nachdem ich wirklich lange hin und her überlegt und gehadert habe. Und kurz davor war mir ein anderes Notizbuch zu besorgen, das mir empfohlen wurde. Habe ich aber dann beschlossen, dass ich eigentlich keine Lust habe, das ganze Setup nochmal neu zu machen. Ja, und deswegen bin ich jetzt im Leuchtturm geblieben. Und ich werde auch nicht mein Daily Journaling auslagern, sondern ich werde alles komplett hier drin machen. Mal gucken, ob mir das Buch reicht oder ob ich dann wechseln muss in ein neues. Ja, ich wollte euch jetzt noch kurz ein Update vom Januar geben, nachdem wir jetzt dann gemeinsam die letzte Woche planen. Ist der Januar ja fast vorbei und auch ziemlich voll und deswegen blätter ich da mit euch nochmal ganz kurz durch und sage euch, was mir gefallen hat und was nicht so gut. Ja, schon mal gleich die Monatsübersicht. Diese tabellarische oder ja, diese Monatsübersicht habe ich jetzt schon, glaube ich, benutze ich jetzt schon über ein Jahr und bin danach damit auch immer noch sehr zufrieden, weil es einfach übersichtlich ist und praktisch und im Alltag ist es mir einfach wichtig, dass ich alle Termine auf einen Blick sehen kann. Trotz alledem wollte ich im Februar mal eine etwas andere Monatsübersicht ausprobieren, einfach mal der Abwechslung halber und weil ich mich auch so ein bisschen dran satt gesehen habe. Ich weiß noch nicht, ob ich jeden Monat diesen Kalender hier einkleben werde, weil ich befürchte, dass es einfach mit der Zeit ziemlich dick wird. Aber ansonsten ist okay, aber ist jetzt nicht mein Lieblingsdesign. Meine Wochenübersichten sehen jetzt momentan im Januar so aus, dass ich meine Termine hier auf eine Seite schreibe, ja, weil es einfach auch sehr übersichtlich ist. Hier markiere ich mir auch immer noch, wie gerade der Mondstand ist, weil ich möchte dieses Jahr so tracken, ob der Mond etwas mit meinem teilweise wirklich sehr, sehr schlechten Schlaf zu tun hat. Und deswegen kennzeichne ich mir immer den Mond. Und ja, hier habe ich einen Mood-Tracker, den habe ich euch, glaube ich, auch im letzten Video schon mal gezeigt. Meal Planning und hier eine To-Do-Liste. Das variiert immer so ein bisschen, weil ich nicht jede Woche einen Meal Plan mache. Aber grundsätzlich hat sich schon bewährt, so das Essen im Voraus zu planen, einfach so wegen dem Einkaufen. Und man muss nicht mehr so lange überlegen. Aber trotzdem mache ich es nicht immer. Ja, und dann sieht jetzt so meine Journaling-Seite aus. Und so habe ich mich jetzt eigentlich auch gut zurechtgefunden, dass ich immer erst meine Wochenübersicht habe und dann mein Daily Journaling. Da schaue ich immer, dass ich es ja auf zwei Doppelseiten bringe. Hier ist es jetzt nur eine Doppelseite, weil ja der 1. Januar ein Dienstag schon war. Und dann habe ich das ganz gut untergebracht. Hier dann die zweite,
Also im Endeffekt wieder genauso, auch hier wieder den Mond markiert, meine Stimmen an Stimmungstracker, hier nochmal eine kleine Monatsübersicht, mein Mealplan hier schon ein bisschen kürzer gehalten und eine To-Do-Liste. Und dann mein Daily Journaling, diesmal auf 2 Doppelseiten. Damit ich einfach auch genügend Platz habe, was zu schreiben, teile ich mir die Woche auf und mache meistens dann Freitag, Samstag, Sonntag, was so für mich Wochenende ist, weil ich Freitag nicht arbeite, mache ich meistens dann auf die 2. Doppelseite und so komme ich eigentlich vom Platz hin ganz gut hin, dass ich auch noch was einschreiben kann. Ja, dann habe ich mir hier einen Mondkalender reingemacht, eben aus dem Grund, weil ich so ein bisschen das im Blick haben möchte, wann ist Vollmond, wann ist Neumond, hängt es wirklich irgendwie mit meinem Schlaf zusammen oder ist das alles nur so eine mehr, die man immer mal wieder in der Presse hört. Und ja, hier dann wieder die nächste Wochenübersicht. Im Endeffekt genauso, nur dass ich jetzt hier statt einem Mealplan einen Sleep Tracker gemacht habe und hier unten auch nochmal aufgeschrieben habe, wie ich geschlafen habe. In dieser Woche übrigens extrem schlecht, obwohl da kein Vollmond war, sondern zunehmender Mond. Also wir waren hier kurz vor dem Vollmond, aber eben noch nicht ganz. Und da habe ich total schlecht geschlafen. Also irgendwie, Naja, also mein Moon Tracker, dann hier nochmal eine kleine Monatsübersicht und hier eben meine Termine. To-Dos waren in dieser Woche nicht sehr viele. Ich habe mir diesen kleinen To-Do-Blog bestellt über Etsy. Finde ich ganz hübsch und praktisch, den dann immer einzukleben. Dann hier wieder mein Journaling. Und ja, hier hatte ich Lust, mal so eine transparente Seite einzukleben, weil ich in einer Happy Mail diese wunderschöne Spitze hatte. Und ja, die wollte ich irgendwie mit einbringen und deswegen habe ich hier so eine Transparenzseite eingefügt und mein Journaling dann auf eine Seite gemacht, weil ich hier dann auch noch diesen Quote, also es gibt auf Instagram ein Profil, das heißt Poelisum, glaube ich, Poelisum, so ähnlich. Kann ich euch auch mal verlinken, mag ich total gerne. Und aus Augsburg übrigens ein, ja, vermute mal eine Frau, bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich vermute es. Und ja, sie hat immer diese Abdrücke von so Kaffeetassen und dann so ein Quote. Und ich habe sie vorher gefragt, ob ich das in meinem Buch übernehmen darf und sie hat ja gesagt, deswegen habe ich diese Seite ihr gewidmet und hier unten mein, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ich habe so ein Prägegerät, wo ich so eine Art Logo einprägen kann. Habe ich mal geschenkt bekommen von meinem Mann, ich glaube, das kann man jetzt nicht sehen. Habe ich hier auch noch mit reingemacht und ja, das war es dann auch schon. Dann kommen wir zu der jetzt aktuellen Woche, die ja, die mir selber irgendwie ganz gut gefällt, wenn man das so sagen darf. Im Prinzip aber wieder das Gleiche, ein Sleep Tracker und obwohl am Montag Vollmond, Blutmond und Mondfinsternis war, habe ich prima geschlafen, also die ganzen letzten 3 Tage. Komisch, aber vielleicht besteht da auch wirklich doch kein Zusammenhang. Meine To-Do-Liste, die in dieser Woche sehr leer ist, weil mein Kleiner nämlich krank ist und ich zu Hause bin mit ihm und ich das Haus auch nicht verlassen kann, darf. Ansonsten hier Termine, die haben sich jetzt natürlich teilweise, musste ich die dann verschieben oder ändern oder löschen. Und mein Journaling ist auch noch natürlich noch nicht so weit, weil ja wir erst Mitte der Woche haben. Aber so sieht es dann halt in leerem Zustand aus. Normal mache ich meine Wochenplanung immer Montagnachmittag. Und dann bereite ich mir die Seiten vor für die Woche, sodass ich dann einfach unter der Woche ja, reinschreiben kann. Manchmal lasse ich auch das Journaling ganz frei und mache das dann einfach Tag für Tag, so nacheinander. Aber ja, je nachdem, wie ich eigentlich Lust habe, das ist dann noch der Rest, also Samstag, Sonntag. Und dann starten wir jetzt hier auf einer leeren Seite mit der Wochenplanung für die letzte Januarwoche.
So, damit das Video nicht so mega, mega lang wird, denke ich mal, schalte ich euch jetzt ein bisschen auf Timelapse, unterlege euch eine schöne Musik und ihr könnt einfach zugucken. Ich zeige euch zum Schluss nochmal die Sachen, die ich verwendet habe, aber ich glaube, das ist selbsterklärend. So sieht jetzt erstmal meine Wochenübersicht für die kommende Woche aus. Der wichtigste Termin ist der Donnerstag jetzt erstmal, weil da mein Kleiner Geburtstag hat und sich eine Lego-Party gewünscht hat. Da werde ich also dann am Mittwoch Vorbereitungen, Kuchen backen und so weiter. Und ja, die anderen Termine trage ich dann noch ein. Und ja, das Journaling bereite ich mir auch schon so ein bisschen vor, zumindest die erste Hälfte der Woche. Und ja, da probiere ich eigentlich immer wild aus. Also auch da werde ich euch jetzt auf Timelapse schalten, weil ich da vermutlich ein bisschen länger brauche, weil ich mir da einfach immer verschiedene Sachen zurechtlege und ausprobiere, was mir dann am besten gefällt. Und ja, keine Ahnung, das kann ganz unterschiedlich sein. Fotos, die ich ausdrucke mit dem, also ich drucke meine Fotos mit dem Canon Selfie Drucker aus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe ihn schon mal in einem Video vorgestellt. Ich erinnere mich jetzt gerade nicht. Ich meine, dass ich ihn schon mal gezeigt habe in einem Schreibtisch-Vlog. Vielleicht habe ich auch sogar ein extra Video dazu gemacht. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich bin nach wie vor ja, sehr zufrieden damit. Weil man sowohl große Fotos, also 10x15, als auch eben diese kleinen ausdrucken kann. Und ja, die Fotos sind entweder selbst gemacht oder ich suche sie mir. Es gibt so Fotobibliotheken mit so kostenlosen Fotos, da suche ich mir oft was raus.
Und dann probiere ich einfach aus, was mir gefällt. So, das ist meine fertige Seite, was das Journaling betrifft. Wir blättern noch mal ganz kurz zurück zu der Wochenplanung. Die erste Seite und hier die Journaling-Seite geht ja nur bis zum 31. Dann kommt ja hier wieder eine neue Monatsseite. Deswegen wird es diesmal nur die eine Seite. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke euch auf alle Fälle den Kanal von der lieben Fee. Fee's Poetry hat auch hier auf YouTube einen Kanal. Sie ist aber aktiver auf Instagram. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Sie hat wunderschöne Videos dort auch hochgeladen. Und ja, für mich ist sie eine riesen Inspirationsquelle. Ich habe jetzt noch ein kleines Giveaway für euch. Das gehört auch zu der Aktion von der lieben Fee und das findet ihr auf Instagram. Ich zeige euch aber ganz kurz, worum es geht. So, nachdem ja am Montag die Mondfinsternis bzw. Vollmondfinsternis war, habe ich mir für euch ein kleines
Giveaway ausgedacht, das so ein bisschen vom Mond angehaucht wird. Und zwar zum einen gibt es dieses wunderschöne Notizbuch mit diesem Hologramm-Schriftzug Do All Things With Love. Das ist innen dotted und hat ein bisschen Übergröße für alle, die gerne viel planen. Dann gibt es dazu ein Mondwashi mit Sternen, also schwarz mit goldenem Mond und goldenen Sternen. Dann gibt es noch ein paar Samples von meinen liebsten Mondwashis. Das sind einmal diese beiden schwarz-weißen und dann hier noch mit den Phasen. Und auf diese Karte kommt noch dieses Washi mit den Sternbildern. Zeige ich euch mal ganz kurz, das habe ich nämlich noch nicht aufgewickelt. Da sind hier die einzelnen Sternbilder drauf und davon bekommt ihr auch noch ein Sample. Dann diese wunderschöne Klammer, eigentlich ist es glaube ich so eine Notenbuchklammer, aber damit kann man auch ganz gut die Seiten festhalten beim Journaling. Einen Stickerbogen lege ich noch mit dazu und den habe ich selber gemacht mit Aquarell, einen Mondkalender mit den aktuellen für dieses Jahr gültigen Vollmond- bzw. Neumondphasen. Ja, und das war's. All das könnt ihr gewinnen, wenn ihr jetzt rüberhüpft zu Instagram. Da wird diese Verlosung eine Woche gültig sein und danach lose ich aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Und wer mag, kann natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, würde ich mich sehr freuen. Und vor allem würde ich mich auch riesig über einen Kommentar freuen, weil ich liebe es, eure Kommentare zu lesen und zu beantworten und mich mit euch auszutauschen. Ihr hattet schon ganz oft super tolle Tipps für mich. Und ja, wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar und schaut vielleicht auch mal bei der Fee vorbei, die freut sich sicherlich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!